Ich glaube Formcraft. Ah, okay. Halt dich von ihnen fern, sie explodieren. Ja, und sie kommen auf mich zu. Aua! Jetzt brenne ich. Super. Ey, du blödes Flattermäuschen, ich verpiesel dich. So, und da ich gerade noch 30 Level übrig habe und wieder noch ein Buch übrig habe, mache ich direkt mal ein Buch-Enchantment. Und hoffe mal auf das Beste, oder? Nee, ich mache meine Ruby Pickaxe. Ham! Und was haben wir? Fortune 3 Unbreaking 3. Zahlen bitte. Ich sag's dir, der Server mag uns, was das Enchanten angeht irgendwie, oder? Ja, der mag uns. So, ich komme jetzt mal gucken, wo das Portal ist. Na, da Mäuschen. Einfach nur runtergehen. Mhm. Drei Fledermäuse habe ich jetzt schon mal gekillt. Oder zumindest sie haben versucht, mich zu killen. Ich höre es schon und hinaus in den Nether. Oh! Interessanter Spawn. Ja. Äußerst interessanter Spawn. Wenn du links um den See herum gehst. Ja, rechts dann, geht schlecht. Ja, da habe ich extra zugebaut. Weil aus der Richtung könnte mal ein Ghast schießen. Dann kommst du irgendwann so in die Richtung, wo ich gelaufen bin. Ich komme mal zurück. Bevor ich es vergesse. Weil ich nämlich hundertprozentig weiß, das heißt, nee, eigentlich ist das ja relativ. Ich habe ja das. Hab ja das ultimative Linking-Book in der Tasche. Ich komme ja wieder zurück. Oh, Glowstone. Oh. Ah, da hinten läuft ein Okam hier rum. Ja. Yep. Ah. Da hinten, wo du rumläufst, habe ich auch schon ordentlich Glowstone abgebaut. Und yeah. Haben wir auch schon ein bisschen auf der Tasche, kann er noch ein bisschen mitnehmen. Der wird auch wichtig, so. Jetzt lassen wir mal gucken hier. Aber der Lavasee ist mir zu klein. Ich brauche einen richtigen Lavasee. Guck mal hier mal rum. Ich glaube, der See hier dürfte groß genug sein. Geh weg. Stirb. Fledermaus. Wo ist er denn jetzt hin? Ich bin nach oben weggeflitzt. Alte Flitzpiepe. Oder war da unten noch was? Nö, eigentlich nicht so wirklich Interessantes. Ich bin nur auf der Suche halt nach Fortress-ähnlichen Dingern. Mhm. Denn vielleicht ist in der Nähe von so einem ähnlichen Ding auch ein richtiges Ding. Aber bis dato habe ich ja noch nichts wirklich Interessantes gefunden. Außer Lightstone. Und ich höre einen Ghast. Oh, da hinten ist er. Hallo, Kleiner. Oh, er hat dich, glaube ich, im Visier. Yep. Ach, Minno, komm runter. Was? Du weißt aus? Das gibt's nicht. Ja, unser kleiner Ghast-Hunter wieder mal in Action. Das Schöne ist, ich schieße über den Berg rüber mit der Flugbahn und treffe ihn auch noch dabei so ein bisschen. Da ist er! Hui! Gut, jetzt lässt er mich wenigstens zufrieden. Kann ich hier in Ruhe den Glowstone abbauen. Und tot. Und natürlich wieder über Lava gestorben, Mistvieh. In welche Richtung muss ich? Ich glaube, die da hinten geht zurück nach Hause. Ja. Ja, das kann ich gut. Wenn ich mich, einer Jagd, kann ich mich so reinsteigern, dass ich einfach den Weg vergesse. Ja, vor allen Dingen ganz besonders im Nether ist das ja, keine Kunst. So. Hier ist nichts. 1, 2, 3. So, machen wir mal hier so irgendwie. Ich höre auch noch irgendwo was Garsteliges. Dunkel hier. Da hinten ist er. Wow. Habe Ghast gekillt. Ich nehme mal an, da hinten ist auch noch nichts in Sichtweite, ne? Nichts Interessantes zu sehen, nein. Vielleicht ist er auch gerade über uns. Hallo Kleiner, wo bist du? Warum haben mich die Ghasts eigentlich immer so... Und wieder tot. Auf. Hilfe! Du hast doch keinen Zombie-Piggy geschlagen, oder? Ich hasse den Nether. Ghast hier! Hab ich? Ich meine, ich war doch gerade an. Da ist er ja. Ghast hier! Yay! Ich weiß noch nicht mal mehr, wofür man die noch gebrauchen kann, wirklich, aber ich habe eine. Tränke brauen. Ah, hier ist doch mal. Ja, stimmt. Regenerationstränke, ne? Irgend sowas war das, genau. Hier ist doch schon mal ein wunderschönes Plätzchen eigentlich. Ein guter Ausgangspunkt, möchte ich sagen. Ach, da hinten ist er. Ja, hier kann man sich...
Komm mal her, komm her, komm her, komm her, komm her. Hierher, sofort, schnell. Laufe, komme. Und dann guck genau in die Richtung, die ich schaue. Hä? Ich sehe nichts. Kannst du nicht zoomen? Ach, du hast kein Optifine, ne? Nee, ich habe kein Optifine drin, weil das bei mir... Ich sehe da hinten etwas, das sieht sehr nach der Fortress aus. Okay, aber... Siehst du da aus der Lava diese drei Säulen hochkommen zumindest? Das ist Nether, Stone. Brick, wie auch immer. So weit kann ich nicht gucken. Okay. Das hier heißt, arbeiten wir uns jetzt mal am geschicktesten um den Lavasee herum. Komm, nicht herum, gerade rüber würde ich machen. Oder oben drüber. Nee. Wo, oben drüber? Ach so, von hier. Okay. Ach ja, stimmt ja. Ja, müssen wir hier nur irgendwo uns in gescheiten Weg hochklopfen. Wenn du mir nicht irgendwie vor der Nase stehen würdest, wäre das vielleicht gar kein Problem. Oh, Piratenmusik. Ho, ho, ha, ha, ha. Harr. Harr, Guybrush. Falsches Let's Play. durchaus. Wir sind oben. Genau, immer in die Richtung. Jetzt müsstest du es eigentlich schon sehen. Jetzt frage ich mich, wie weit deine Sichtweite eingestellt ist. Also hier können wir uns aber rüberbauen. Also für mich auf Maximum. Du hast ja noch genug Cobblestone dabei, ne? Probiere dazu. Das heißt, du machst links und rechts mal so eine Absicherung. Eins breit reicht, der Hauptsache wir können nicht runterfallen. Oder mach Doppelbreite und dann... Ja, schauen wir mal. Aua! Wollte gerade sagen, ich höre eine Fledermaus. Alter. Warte mal. Bist du alt für diese Scheiße? Wir machen Doppelbreite, ist besser. Da. Ja, dann laufen wir uns nicht selbst im Weg rum. Meine Herren. Er hat aber auch wieder Wünsche. Ja, so viel Zeit muss sein, mein Lieber. Jetzt fehlt, ich habe gerade irgendwie das Bild im Kopf, wie du da im in der Tweetjacke mit Armflicken und einer Tasse Earl Grey gerade Ja, und jetzt und natürlich nicht zu vergessen, dass Scheiße, wie heißen diese Augengläser denn? Verdammt, die Brücke ist auf jeden Fall noch nicht fertig, denn ich habe keinen Stone mehr. Nichts Kabeliges. Also ich habe noch welchen. Ja, okay. Machst du mal kurz fertig da hinten? Ja. Oh, jetzt wirft er mir auch noch hin. Ja, können wir auf dem Rückweg fertig bauen. Ich will das dann auch forschen. Jo. Ich auch, weil wenn wir nämlich in die Festung reinkommen, können wir dann nämlich dann direkt das Linking Book hinstellen. Ja, da können wir da direkt ein schwarzes Skelett finden und uns von denen abschnitzeln lassen. Das ist nicht der Plan. eins, zwei, drei, vier. Jo, ich sehe es auch. Warte, ich habe Bogen und ich habe noch 8 Pfeile. Wenn ich gut bin, reicht's für ein paar. Dahinter steht Magma Slime. Und so. Hier haben wir Lava. Ein bisschen höher zielen. Naja, also ich glaube, wir brauchen Feiertränke. Ne, das bringt nichts, sie sind zu weit weg. Okay. Ich versuche mal hier die Lava ein bisschen dicht zu machen. Okay, du machst Lava dicht. Ich baue Weg runter. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel. Oh. Ich habe gar nicht mehr so viel Cobblestone in der Tasche, wie ich erwartet hatte. Diggers. Immer dieses. Kasten. Auch da ist sogar noch ein bisschen. Da ist der Kobbel reingewandert. Wunderbar. Zack und zack und zack. Ach, es ist so schön, das Ungastliche hier zu hören. Ach. Du hast ja wieder Sweet Vorstellung. Home. Hätte ich jetzt Feuerschutztränke, würde ich mich da hinten direkt reinschlagen und die verprügeln. Ja. Nur ich aber weiß genau, die brennen mir den Arsch weg. Ja, da ganz wir momentan gewöhnlich. Noch überhaupt nichts in Richtung Rüstung haben. Ja, und 5 Pfeile sind auch nicht mehr die Welt. Wie viele sind es denn jetzt im Moment noch? Oh, im Moment ist nur noch einer da, den könnte ich erledigen. Nein. Oh, Glück gehabt. Puh. Na komm, komm, komm. Yay, und jetzt bitte ein Rod. Bäh, Geizkragen. Dafür ein Gast, ist auch schön. Hi. Versuche ich mich jetzt hier mal runter zu... Ich weiß gar nicht, ist hier in diesen Brücken überhaupt ein Gang drin? Ist hier in diesen Brücken ein Gang drin oder bringt es sich nicht, jetzt hier ein bisschen runter zu bauen? Nee, ich glaube, hier sind keine Gänge drunter.
Mal gucken. Doch! Hä? Doch, 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 da müsste auch sein. Nö, das, nee, das ist ja nur bei dem Pfosten. So. Jetzt erstmal das mir wichtigste Bedürfnis. Ach so, die Dinger sind das. Ach. So. Lava abdrehen. Ja. Das dürfte nur wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit dauern. Ach, da hinten ist der Gast. Pass auf, er könnte dich irgendwann ins Visier nehmen. Ich bin schon weg. So, wie sieht's denn hier? Na toll. Das ist ja wieder weitläufig, die Anlage. Ja, ich renne hier auch gerade mal fröhlich irgendwo lang. Ja, ich renne hier hinterher. Oh, sehr schön. Weil ab und zu was wackeln. Damit man die dunklen Skelette früh genug sieht. Ja. Oh. Nächste Kreuz. Das ist unser Rückweg. Da ist zu. Ich gehe mal hier lang. Gut, dann gehe ich hier lang. Retreat, retreat, retreat. Why? Spawner. Geilo! Sehr schön. Wow! Ich habe einen etwas größeren Anlagenteil gefunden. Ah. Und das hat er sich für mich auch geladen. Und da ist denn. Oh. Na, da. Ist hier oben irgendwas? Komm, lad. Oh, ich könnte den Gast auf Nahkampf killen. Ja, ich habe ihn auch gerade gesehen. Och, Mensch, na komm her. Für dich habe ich immer noch einen Pfeil über. Ich treffe doch nicht, was soll denn das? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Komm her, du, komm her! Ich habe gerade ernstzunehmende Ladeprobleme. Ich auch. Bounce! Da hat er mich runtergeschossen. Wow, und der nächste Blaze-Spawner. Jeha! Da liegen unten irgendwo ganz viele Sachen von mir rum. Wieso? Was? Hit the ground too hard? Der Gast hat mich von der Brücke runtergeschossen. Na toll, wie soll ich denn das jetzt, Was ist das denn für ein hübsches Ding? Keine Ahnung. Warte mal, ich hab hier gerade, wenn du wieder da bist, da steht irgendwo so ein Buchstand rum. Ja, das wird aber wahrscheinlich sein. Ich arbeite da mal eben kurz was aus. Ich mache hier mal eben kurz. An meine Sachen kommst du nicht zufällig dran, ne? Nicht so schnell, wie es dir lieb wäre. Verdammt. Schwupp. Naja, try and error. Mal schauen, ob ich es überlebe. Das Problem ist, ich habe nicht mal eine Spitzhacke, um mich da runterzubauen. Wo bist du? Ich komme gerade zurück. Komm her. Ich habe doch gerade die Buchverbindung gemacht. Ich komm doch jetzt direkt in die Festung. Ach so. Also, dann muss ich, ja, cool, ich gehe kurz zurück und dann da auf diesen Ständer draufklicken oder wie oder was. Ja, jetzt liegt ein Buch drin. Ich war noch nicht fertig. Ah. Ja, gegebenenfalls hoffe ich, dass du mir eine Spitzhacke leihen kannst, dann kann ich mich vielleicht runter zu meinen Sachen bauen. Muss ich zumindest mal gucken, ob ich da dran komme. Ich bin zumindest nicht in die Lava geflogen. Da hat der Gast schlecht gearbeitet. Wäre ein bisschen unschön, weil ich hatte ja doch recht viel schon eingesammelt dort. Nete. Ach, du bist auch wieder hier. Mhm. Hast du eine Spitzhacke? Du hast gerade Steve Skin. Okay. Spitzhacke. Braune Spitzhacke. Warte hier, komm her. Wunderbar. Eine Enchantete willst du mir mitgeben, mit dem Risiko, dass ich wieder drauf gehe? Keine gute Idee. Als ob das jetzt den, naja, egal. Ich sag's nicht. Wie sehen wir denn hier aus? Zack, unser Wasserverbrauch hält sich in Grenzen. Steam-Produktion ist gut. Wir haben 500 Grad erreicht und produzieren. Okay, 1,6 ist das Maximum, das wir produzieren. So, zack und zack. Und jetzt einfach rechtsklick auf das Buch oder wie? Ah, Neta. Und dann rechts auf das. Was hast du jetzt gemacht? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe das Buch hingenommen. Ja, leg das Buch da mal wieder bitte rein. So, und dann machst du einen Rechtsklick auf das Ding und dann klickst du in das blaue Feld. Ja, in das blaue Feld muss ich dann klicken. So, jetzt muss ich nur herausfinden, wo ich hier abgeschmiert bin, ne? Rechts. Hoch. Da rechts. Beziehungsweise runter. Ah, genau, runter müsste ich. Ne? Da unten sind meine Sachen. Kann ich mich hier gerade runterbauen? Mach doch. Na, ich frage, ob hier runter. Na, ich mach Doppelgang, ist das sicherste. Nicht, dass aber der Boden weg ist. So, das Einzige, was mich jetzt natürlich noch freuen würde, wäre, wenn ich jetzt auch noch direkt ein paar,